Jetzt kann man gucken, dass der Neumann mich anruft. Na, wenn man vom Teufel spricht. Hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann, das ging ja flott. Ich habe eine Frage, liefern Sie auch Ihre Produkte? Ja. Okay, ich bräuchte nämlich ein bisschen Saatgut. Saatgut? Ja. Ja, wie viel denn? Was kosten da 1000 Liter? Ich muss ein bisschen aufs Geld achten. Pro 1000 Liter 900 Euro. Dann würde ich gerne 5000 Liter nehmen. Also, 5000. Ja. Okay. 900 plus Transport oder ist der schon drin? Da einfach nur ein 100er. Also 5000 und dann halt nur insgesamt noch ein 100er drauf. Für okay. Gut, dann können Sie den losschicken direkt. Ich komme gleich vorbei, ja. Okay, danke, bis gleich. Tschüss. Gleich. Ich bin auf dem Feld. Gut, ich muss das in Ihr Silo kippen. Ja, aber können trotzdem kurz auf den Schnack vorbeikommen. Vielleicht habe ich auch noch einen Kaffee. Okay, da komme ich gerne. Gut, bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. So, kriegt er noch ein Käffchen hier? Achso. Muss er nicht umsonst hierher fahren. Hoffentlich ist der aber schnell genug da, weil sonst ist es hart gut aus in der Maschine. Jetzt bin ich gerade noch am Überlegen. Ich mach mal kurz aufs Tablet gucken. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir die Gewächshäuser gar nicht mehr mit drauf haben. Ja? Hallo, Hans. Hallo. Oh, ist noch zu früh, gell? Sorry. Ich komme rübergelaufen, ist gleich 8. Nee, passt. Ich wollte noch zum einen sagen, die Fahrzeugfarbe bitte wieder gelb. Ja, mache ich. Und zum anderen wollte ich fragen, ob du mal im Katalog suchen kannst, ob wir noch irgendwelche Gewächshäuser im Angebot haben. Bestimmt irgendwo. Ja, wenn du was weißt, dann kannst du mir Bescheid geben. Danke, tschüss. Für was haben wir denn einen Händler am Ort? Ich und mein Deutsch. Ja, bräuchten wir das jetzt schon wieder. Ich und mein Deutsch. Ich und mein Deutsch. Jo, Lukas Müller hier, mal eine kurze Frage. Ja. Was sehen Sie an, nicht dass wir beide selber ansehen? Das wäre ja irgendwie für, ich weiß nicht, wenn sie es beim Landhandel verkaufen, dann hätten die ein Überangebot. Was sehen Sie an? Nur mal so als Paar. Das verrate ich Ihnen nicht. Betriebsgeheimnis. Okay, dann halt nicht. Tschüss. Trotzdem schönen Tag noch. Ebenso. Was sind das für eine, ey? Ruft er an, will wissen, was ich ansehe. Geht doch den nichts an. Eie. So ein neureicher Bauer. Pumpt sich Geld von der Stadt und dann meint er, er kann hier den großen Larry machen.
Also den habe ich gefressen, ey. Also ich muss hier mit den kleinen Maschinen rumgurken und der pumpt sich einfach, was weiß ich, eine halbe Mille und meint dann, er ist der King auf dem Feld. Nee, 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 nicht mit mir. Industriespionage auf höchstem Niveau. Wer war das? Dieser Lukas Müller, glaube ich, gell? Ey. Hoffentlich kommt der jetzt gleich mit dem Saatgut, weil sonst wird es wirklich ein bisschen eng. Mal, dass die Karotten gut weggehen. Bio-Karotten sollten noch einen guten Abnehmer finden. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir hier so ein großes Feld haben. Sollte uns dann eine gute Ernte einbringen. Ah ja, da kommt er. Ist er gerade rübergefahren. Jetzt hätte ich es gerochen, dass er ankam. Ich halte mal gerade an. Warte, nicht das hier. Marlon, hallo. Ja, hallo. Ich fahre gerade noch die drei Bahnen zu Ende, dann komme ich rüber. Okay, ich habe schon abgeladen. Hast du so viel Zeit? Ah, passt. Okay, dann bis gleich. Bis gleich. Na, mal das Ding an hier. So. Du. Ah, vielleicht sind es jetzt noch zwei Bahnen. Ich hoffe mal. Ja, froh, dass die Sämaschine doch relativ groß ist. Ja, locker easy, zwei Bahnen. Du,
Oh nee, jetzt geht mir wirklich das Saatgut aus auf den letzten Metern. Oder reicht's? Alter, nicht wahr. Ey, für das bisschen. Oh. Hallo Hans. Hallo. Na, schickes Ding. Ja. Habe ich dir jetzt mal schon runtergebracht. Subi, stellst du mir drüben in der Garage bitte? Jo, mach ich dir. Danke. Dann dir noch einen schönen Arbeitstag. Jo, danke, werde ich haben. Bitte, tschüss. Ah, Marlon, das glaubst du jetzt nicht. Guck mal da hinten. Da ist so ein ganz kleiner Streifen, ey. Wegen dem muss ich jetzt nochmal herfahren. So eine halbe Bahn. Gibt's ja nicht, oder? Falsches Feld gekauft, sag ich dazu nur. Naja, ich glaube, der Streifen, den ich zwischendrin hab durchziehen lassen, ich glaube, der ist schuld. Kann auch sein, ja. Naja, ich mach noch kurz fertig, weil sonst wächst es so schnell und dann habe ich ein Problem. Ja. Oder kommen wir. Ich glaube, ich biete ihm erstmal einen Kaffee an. Hans? Ja? Willst du auch einen Kaffee? Oh ja, gerne. Na, komm doch mal rein. Der Marlon kriegt auch einen. Wo ist denn der jetzt hin? Hinter ihr. Ja. Oh. Ah. Kommt rein in die gute Stube. Warte, ich mach kurz Licht aus. Mach mal. So. Bitte rein da. Füße abputzen. Ey! Hans. Mit den Schuhen warst du in meinem Auto. Danke. So, ich bin zu breit für die Tür. Ach, bist du zu breit oder die Tür zu schmal? Ich glaube, die sind alle einfach zu fett. So. So, hier, warte mal, ich drück mal kurz auf die Espresso-Maschine hier. Boah, die ist aber echt laut. Hier, einmal für dich, Hans. Danke. Hier, Marlon. Danke. Ich brauche noch einen. Kann es sein, dass es kaputt ist? Ja, glaube ich auch. Hä, hey, was war? Die ist ein bisschen laut. Ja, sorry. Die frisch gemahlene Bohnen, die sind halt so. Ach so. So, Marlon, du kriegst Geld. Was hast du schon gerechnet? Ja. Was kriegst du denn? 4.600. 4.600. Ja, ein bisschen Trinkgeld darf es auch sein. Danke. Bitte. Ey, jetzt habt ihr mich vorhin, dieser Leon, nee, Lukas? Bei den Müllers komme ich immer durcheinander, der neureiche Bauer. Wahrscheinlich Lukas. Er hat mich vorhin angerufen und gefragt, was ich ansehe. Ja, weil er wissen wollte, damit er den besten Preis bekommt. Nicht, dass ihr beide das Gleiche anseht und dann auf einmal heißt, dass er weniger Geld bekommt. Ja, aber das geht doch denen nichts an, was ich anpflanze. Eigentlich nicht, nee. Was denkst du denn, was ich angepflanzt habe? Okay, du hast unseren Soja-Deal hoffentlich vergessen. Auf jeden Fall kein Soja. Nee, ich hatte einen guten Tipp vom Aktienmarkt. Der hat gesagt, ich soll Karotten anpflanzen. Warte, guck ich mal beim Aktienmarkt vorbei. Ja, ich hoffe mal, dass das gut ausgeht. Was meinen Sie nochmal?
Karotten habe ich angepflanzt. Karotten? Ja, Karotten. Da brauchen sie aber noch ein... Weißt du was, Rune? Weißt du, was ich gerade am Anpflanzen bin? Was? Schönen Hopfen. Das war ja klar, Hans. Natürlich nur zum Verkauf. Erzähl ich auch noch eine Frage, Hans. Hast du was zum Verkauf? Ja, ja. An deine eigene Brauerei oder wie? Ja, genau. hast du eigentlich was rausgefunden wegen den Gewächshäusern? Nö, also. Okay, schade. Scheint nicht zielverwartet zu sein. Okay. Gut. Und dann, was gibt's denn da? Also ich brauche ja dann irgendeine Erntemaschine für Karotten. Eine andere Maschine für Karotten? Eine Erntemaschine. Ich gucke auch mal gerade ins Tablet rein. Ich auch, da bin ich jetzt überfragt. Oh Gott, das ist aber heute ein bisschen... Was hast du angepflanzt? Karotten. Karotten? Habe ich jetzt einen Vollfail gemacht? Ich weiß, was los ist. Ah, nee, warte. Also, bei mir zumindest im Katalog ist nichts zum Ernten von Karotten. Also in dem Sinne haben sie... Habe ich jetzt wirklich einen Bockmist? Warte. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja. Ach so, ein Schande aber auch. Warte, das kann nicht sein. Das ist aber, glaube ich, leider so. Da habe ich, da habe ich gedacht, wir hätten das Multi-Farm-Dings, Multi-Holmo-Pack drauf. Ey. Ey, totaler Fail. Ich glaube, Varuna, du wirst gerade angeschrien auf deinem Telefon. Ja. Also muss ich schon wieder ins Telefon reingucken. Volker mal anrufen. Ja? Hallo? Wo bist du denn, Volker? Warum? Bin daheim. Wo denn? Ich stehe bei dir auf dem Hof. Ich bin im Haus. Komm rein. Wird die Bude voll hier. Warte, ja. Steh ich mal auf, ne? Jo, das wäre gut.